Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich mache heute mal was anderes. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal kein Let's Play. Nein, ich mache ein Tutorial über Open Broadcaster. Hat man ja in der Thumbnail, glaube ich, schon gesehen und im Titel auch gelesen. Gut, wo fangen wir da am besten an? Ich habe das Ganze jetzt mit Action aufgenommen, damit es da keine Schwierigkeiten gibt mit Open Broadcaster und dass man mich natürlich auch sehen kann. Nicht völlig logisch. Also, wir gehen erstmal zur Seite, wo man es downloaden kann. Das ist hier bei obsproject.com. Das ist die offizielle Seite. Also, wie schon gesagt, ich habe schon so viele Sachen bei Chip downgeloadet und mein Antivirusprogramm ist richtig ausgerastet. Also, ich vertraue dem chip.de auch nicht mehr. Also, das ist auch nicht mehr das, was mal war. Deswegen geht immer zur Originalseite. Dann kann das euer PC auch besser nachvollziehen, wo es her ist, weil die haben nämlich eine... wie heißt denn das? Das heißt eine Softwaremarkierung oder so nennt sich das. Und das hat jede Download-Datei bzw. jedes Installationsprogramm hat dieses Signatur, Online-Signatur. Und wenn das der PC nicht erkennt, dann spinnt er eh rum. Also wie schon gesagt, immer beim Original, dann habt ihr die Signatur da und alles macht dir kein Problem. Wie schon gesagt, das kann man für Apple als auch für Linux, kann man dieses downloaden. Die meisten werden wahrscheinlich von euch Windows haben. Für die, die jetzt Vista haben, steht auch hier, Windows Vista is supported with Service Pack 2. Dann bitte hier draufklicken. Völlig klar. Für alle anderen Windows 7, 8, 8.1 und Windows 10 hier auf den Download-Installer drücken. Finde ich, ist die leichteste Art und Weise, das Ganze zu installieren, weil dann wird der Installer direkt gestartet und bei Download Zip könnt ihr natürlich auch machen, wer es braucht. Aber wie schon gesagt, es ist halt dann, ist eigentlich dasselbe, nur dass ihr halt eine ZIP-Datei habt. Ne? Gut, so viel dazu. Wie man das Ganze downloadet, installiert, brauche ich glaube ich nicht mehr erklären, das wird jeder hinkriegen. Ihr wisst auch, dass man die sämtlichen Haken anzeigen lassen soll vorher. Und wie schon gesagt, da brauche ich euch, glaube ich, nichts mehr sagen. Warum der jetzt schon wieder Aufnahme startet, weiß ich nicht. Soll er eigentlich nicht machen, aber ist okay. Ist in Ordnung. Gut. Gut. Was ich jetzt mit euch machen möchte, ist erstmal die Einstellung. Ist ja völlig klar. Wieso ich jetzt auf dieses Tutorial gekommen bin, ist der Ich mag Milch gestern. Weil der hatte nämlich Probleme mit seiner Framerate. Beziehungsweise der hatte Frame Drops gehabt und habt ihr ja bestimmt im Video gesehen. Brauche ich ja nicht weiter zu erläutern. Für die, die es nicht wissen, da nochmal eingeploppt in der Infocard, einfach mal nachschauen. Das Video habe ich mal gerade dazu verlinkt. Kein Problem. So, allgemeine Einstellung müsste klar sein. Sprache Deutsch und hier Einstellungsprofil United. Keine Ahnung, was es ist. United. Ach so, das hat irgendwas als Untertitel. Keine Ahnung. Ist mir egal. Ist mir auch völlig wurscht. Auf jeden Fall Deutsch Vista. Und Mauszeiger für Projektoranzeigen oder Überprojektor kann man machen, muss man aber nicht. Ich finde es bei Tutorials finde ich es cooler, wenn man den Mauszeiger anzeigt, weil können die anderen natürlich auch folgen, wo du gerade klickst. Also wie schon gesagt, bei anderen Programmen ist es wahrscheinlich einfach Mauscursor visualisieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das lassen wir auf jeden Fall drin. Die Codierung ist eigentlich auch ganz wichtig. Ich habe jetzt dieses mal 264 Encoder. Was es jetzt genau bedeutet, ich denke mal, das hat was mit dem Core zu tun. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Für die, die eine gute Nvidia-Grafikkarte haben oder allgemeine Nvidia-Grafikkarte, die nehmen das hier. Soll auf jeden Fall besser sein, haben sie zumindest in den Tutorials gesagt. Da ich eine AMD Radeon habe, brauche ich das nicht. Also ich mache das dann über den normalen Encoder. Kein Problem. Benutze konstante Bitrate, auch sehr empfehlenswert, sollte man machen. Benutze CBR Padding, weiß ich nicht, was es heißt, aber die anderen sagen immer, das soll man reinmachen, also habe ich es mal gemacht. Und die maximale Bitrate Kilobyte pro Sekunde mache ich 3000. Warum? Weil ich das bei Action genauso hatte und damit bin ich eigentlich immer am besten gefahren. Das ist eigentlich diese Bitrate pro Sekunde, also Kilobyte pro Sekunde, das ist eigentlich nur wichtig, wenn ihr streamen wollt. Weil das ist die Kilobytes, was es praktisch pro Sekunde sendet für den Stream. So glaube ich, ja, das dürfte in Ordnung sein. Die Puffergröße passt sich natürlich dementsprechend an. Kann man auch nicht verändern. Weißt du geil warum? Keine Ahnung. Ne, auf jeden Fall 3000 würde ich machen. Ich habe eine 200.000er Leitung. So bleibt es auf jeden Fall konstant. Ich bin absolut zufrieden. Könnt aber rumprobieren, wie es bei euch so ist. Also
ich habe so gemacht, es läuft, du hast keine Frame Drops während dem Stream und das passt echt ganz gut. Ich bin immer erkältet, das nervt mich so tierisch. So, Audio-Kodierung ist natürlich Codec AAC, völlig Standard. Bitrate 128 habe ich auch immer so eingestellt. Auch bei den Mikrofoneinstellungen habe ich das immer auf 128. Ich habe das irgendwo mal gelesen, wenn man es höher macht, kann man machen, muss man aber nicht. Also es kann an der Qualität nagen, beziehungsweise an der Rechenleistung. Nicht, also müsst ihr ausprobieren. Ich habe das jetzt halt so eingestellt, wie es für meinen i5-Prozessor praktisch am besten ist. Ich habe den i5 aus der ersten Generation, das heißt jetzt nicht mehr der beste. Der ist 6-7 Jahre alt. Funktioniert zwar noch, auch für die neuesten Spiele, aber ich merke langsam das Alter. Also man kann 90-Jährigen ja auch nicht mehr das Rennen beibringen. Nicht? Also das muss er ja auch nicht unbedingt. Muss man auf jeden Fall auf kurz oder lang einen neuen holen. Wie schon gesagt, das sind einfach die Einstellungen. Bei der Bitrate könnt ihr ausprobieren, aber das ist auch nur im Stream wichtig. So, Broadcast-Einstellung. Jetzt wird es eigentlich richtig interessant. Ich mache nur Dateiaufnahme, weil ich ja Let's Plays mache. Es sei denn, ich mache wieder einen Livestream, wenn es Battlefield 1 wieder losgeht. Da muss ich aber dann mal gucken, wann ich das überhaupt mache. Ich habe nächste Woche jetzt doch Urlaub bekommen. Meinem Kollegen geht es wieder gut. Gott sei Dank. Weihnachten kann kommen. Sag ich jetzt mal. Also, ich habe ja in meinem letzten Video schon gesagt, es ist gar nicht schlimm, dass mein Urlaub weg war. Hauptsache, es geht ihm wieder gut. Das ist die Hauptsache. Er hatte keinen Herzinfarkt gehabt. Die Wehen sind alles in Ordnung. Passt. Hundertprozentig. Also, er kommt jetzt wieder zum Arbeiten am Sonntag. Und ich habe nächste Woche ganz normal von den 2 Wochen, 1 Woche wenigstens noch Urlaub. Und da können wir bestimmt mal einen Stream reinhauen. Mal gucken. Auf jeden Fall, Dateiausgabe für Let's Plays. Hier könnt ihr den Dateipfad noch angeben. Könnt ihr auch durchsuchen, wo ihr das Ganze reinspeichern wollt. Sage ich jetzt mal. Und dann passt das. Dann habt ihr das hier auf jeden Fall drin. Die Puffer, das Pufferzeug, Dateipfad könnt ihr da natürlich auch malen. Ich brauch's zwar nie, so ein Replay-Ding, aber ihr wisst ja, nicht? Das ist halt so. Der Replay-Pufferlänge, Sekunde, habe ich 1 gemacht, beziehungsweise es war schon standardmäßig eingestellt, konnte mich nicht beklagen, also bleibt es so. Video, sieht man hier schon AMD Radeon R9 200 Series. Ist jetzt zwar mittlerweile auch schon sein 1-2 Jährchen alt, aber die ist immer noch hundertprozentig. Und wenn mein Core nicht so langsam wäre, dann könnte ich den auch voll ausreizen, aber der Core bremst den unwahrscheinlich. Das ist Hammer. So, ja, ich mag mich, hatte gestern ein Problem, und zwar, der hatte hier die falsche, das falsche Format, also die falsche Auflösung eingestellt. Wenn ihr wissen wollt, was für eine Auflösung euer PC hat, was ich mal denke, ist das hier, weil sonst hättet ihr einen Röhrenbildschirm oder so, findet ihr auf jeden Fall hier. Was ich euch jetzt, wenn ihr euch nicht sicher seid, kann ich euch mal kurz zeigen, wo das ist, wo man das findet. Warum kann ich das hier nicht in den Vordergrund stellen? Das ist eigentlich völlig wurscht. Machen wir es halt so. Machen wir mal Systemsteuerung, gehen wir direkt dran. Wenn es denn Bock hat. Lässt sich öffnen. Das ist sensationell cool. Doch jetzt, aber das ist irgendwo dahinter versteckt. Was ist denn das gerade? Ich mach's mal kurz aus hier. Ich find's immer wieder geil. Wie krass das immer funktioniert, ne? Ist echt mega. Ah, hier. Gut. Geht auf jeden Fall auf Anpassen. Und auf Anzeigeoptionen. So, das seht ihr hier. Geht auf erweiterte Anzeige. Und dann seht ihr hier unten die Auflösung. Das sind die 1920x1080. Ist auch empfohlen. Da wo empfohlen steht, ist das, was euer Bildschirm wirklich tatsächlich an Auflösung drauf hat und wiedergibt. Und deswegen ist der empfohlene Wert auch der bessere. Ich habe jetzt 2 Bildschirme übrigens. Wenn ich jetzt den anderen Bildschirm rüber switchen würde, würde er jetzt den anderen Bildschirm aufnehmen. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Auf jeden Fall, da könnt ihr die Auflösung nachschauen. Da könnt ihr es prüfen. Und könnt es dementsprechend bei OBS einstellen. So, waren wir jetzt natürlich wieder. Das muss ich jetzt sagen. Aber gleich bei Video, ne? Ja, Video. Wie schon gesagt, 1920x1080. Unbedingt merken. Seitenverhältnis 16:9. Das ist dieses breite Format. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Röhrenbildschirme vom PC überhaupt noch kennt. Vielleicht habt ihr... Oh, Mikrofon. Vielleicht habt ihr das irgendwo mal in einem uralten Film gesehen oder so. Auf jeden Fall diese Röhrenbildschirme. Die hatten eine andere Auflösung. Ich glaube, das war 6:8 oder so. Keine Ahnung. Kann ich jetzt so gar nicht...
kann ich euch jetzt gar nicht sagen, auf jeden Fall eine wesentlich kleinere. Das hatte nicht so dieses Quadrat, also dieses rechteckige Format, sondern eher so quadratisches fast. Und deswegen, wie schon gesagt, das passt auf jeden Fall. Dann kannst du auch Auflösung herunterskalieren. Mache ich auf jeden Fall auf gar keine, weil das gibt definitiv Verlust in der Grafik und das machen wir einfach nicht. Ich habe jetzt 30 FPS eingestellt. Es ist bei mir Standard momentan, weil das Open Broadcaster Software, die Dateien werden zu groß, der Korb braucht zu viel und deswegen habe ich es auf 30 gemacht. Wenn man jetzt mal von dem biologisch her geht, das menschliche Auge sieht sowieso, also nimmt sowieso nur 30 Frames per Second wahr. Ist so. Also soweit ich das gehört habe, ist es so. Man sieht zwar einen Unterschied bei 60, aber nicht wirklich gravierend. Es läuft zwar deutlich flüssiger, aber ich denke, bei 30 ist es echt noch im Rahmen. Also ich bin da jetzt nicht so der Freak, der meint, musst du alles auf Hochpower stellen. Vor allem müsst ihr dann echt abwiegen, wollt ihr das lieber in 30 Frames per Second machen oder macht ihr es auf 60 und das Spiel leckt halt wie die Sau. Ne, das müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Ich habe es halt auf 30 gemacht, weil ich halt gemerkt habe, der Core braucht zu lange zum Rechnen und ihr wisst schon, die Qualität leidet halt extrem darunter und das möchte ich nicht. So, machen wir auf Nein. Jetzt kommen wir zu den Audioeinstellungen. Ganz wichtig, weil ich habe das beim ersten Mal auch total verpeilt. Also für die jetzt kein extra Programm haben fürs Mikrofon oder so, wie das Audacity, ist es eigentlich, ja obwohl, ist eigentlich allgemein wichtig. Für die wirklich alles über Open Broadcaster aufnehmen wollen, ist es wirklich wichtig, weil zum einen die Kopfhörer könnt ihr einstellen, was ihr halt hört im Spiel. Nicht, wenn ihr nämlich das OBS die Aufnahme startet und es nimmt dann auf und ihr habt jetzt hier zum Beispiel bei mir Sound System High Definition, das hier, digitale Audioschnittstelle SB, dann habt ihr das auf Boxen. Also selbst wenn ihr in den Standardeinstellungen Windows die Kopfhörer eingestellt habt, spielt ihr dann trotzdem auf die Boxen ein. Und deswegen ist es hier ganz wichtig, dass ihr das mit einschaltet, dass ihr dann beim Spielen auch wirklich da hört, wo ihr hören wollt. Ist ja völlig logisch. So, Mikrofon, Standmikrofon ist auch völlig klar, habe ich hier eingestellt. Das ist das hier übrigens, mein Selfmade-Modell. Meine selbstgebaute Halterung, weil sonst wäre es viel zu tief. Da habe ich das dann immer auf irgendeinem Block draufgestellt oder so, dass es hoch genug ist. So habe ich mir das selber gebaut. Auf jeden Fall, das ist 100% die richtige Einstellung. So muss das sein. Die Mic-Aux zum Mono konvertieren braucht man eigentlich nicht, weil Stereo hat man eigentlich immer. Ich weiß jetzt nicht, warum man das auf Mono konvertieren sollte. I don't know. Zeigen nur verbundene Geräte, ist ja völlig klar. Nur die angeschlossen sind, werden die auch angezeigt. Brauche ich nicht erläutern. Sagt eigentlich schon der Name. So, was hier jetzt noch wichtig ist, die Mic-Synchronisierung, Synchronisierungsverschiebung im Millisekund. Weil, wenn ihr das erstmal mit Open Broadcaster aufnehmt, so wie ich damals, ich habe das überhaupt nicht gerallt und ihr habt jetzt zum Beispiel mit Facecam eine Aufnahme. So, der braucht für die Facecam ein bisschen länger zu übermitteln wie für den Ton. Das heißt, die Aufnahme hinkt hinterher. Das, um genau zu sein, 120 Millisekunden, das entspricht 2 Sekunden, hängt es hinterher. Deswegen kann man da jetzt eine Verschiebung einstellen. Bei diesen Millisekundenverschiebung, das müsst ihr natürlich bei euch so ein bisschen rumklabüsern. Ich habe es auf 120 gemacht, finde ich es optimal, passt auch soweit. Und dann stimmt auch dann das, was ihr praktisch beim Sprechen seht, dann auch mit dem, was ihr hört, überein. Völlig klar, deutlich und logisch. Nicht? Bei dem Spiel braucht ihr nichts einstellen, weil das geht zu 100% 1 zu 1 über. So, dann kommen wir auch schon zu den Hotkeys. Was man eigentlich nicht wirklich braucht, das hier, das mache ich jetzt alles mal leer. Ich brauche das nämlich nicht. Deswegen hatte ich vorhin auch zweimal Aufnahme gemacht. Gut, so viel dazu. Das ist eigentlich schon alles. Bei Streaming starten und so könnt ihr einen Key machen. Wie man Hotkeys verteilt, brauche ich euch glaube ich nicht erklären. Das wisst ihr, wie das funktioniert. Wenn ich es einfach übernehmen, gut ist. So, erweitert. Jetzt wird es nochmal interessant für diejenigen, bei denen es vielleicht noch leckt oder die Probleme haben. Also diese Nutze-Multithread-Optimierung ist wahrscheinlich meiner Meinung nach Mehrkernaufnahme. So, das gibt es bei Action nämlich auch bei meinem Aufnahmeprogramm, was ich momentan habe. Das kann ich eigentlich mal kurz hier einblenden. Da ist natürlich wieder im Vordergrund alles hier. Das ist auf jeden Fall das Action. Vom Overlay her finde ich das wesentlich angenehmer. Und ist auch einfacher und die Dateigrößen sind nicht so groß. Das Einzige, was da halt ist, du kannst den Greenscreen nicht wegmachen. Da musst du die Kamera wieder extra aufnehmen und das kostet wieder eh viel Core. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Ganze mit Open Broadcaster zu machen. Gut, wie schon gesagt. Also nutze Multithread-Optimierung habe ich bei Action auch. Deswegen habe ich dann Haken gemacht. Funktioniert eigentlich ganz gut. Weil dann
dann nimmt ihr praktisch nicht bei der euren Prozessor über einen Kern auf. Es gibt ja, ne, ihr habt ja 4-Kern, 6-Kern oder 8-Kern Prozessoren. Der i5, den ich habe, ist ein 6-Kern und der i7 ist ein 8-Kern Prozessor. Also Octa-Core und ich weiß gar nicht, ob das Quad-Core ist, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, kann ich euch jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, das Octa-Core ist der i7 und das passt dann schon, oder? Ich muss jetzt nochmal einen Andrew fragen, der ist ja der absolute Freak da in solchen Sachen. Der hat das auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall, da ich einen i5 Prozessor habe, habe ich die Prozessoren-Priorität auf hoch, ganz hoch. Ne? Gibt es natürlich auch höher als normal, normal und niedrig. Braucht man aber nicht. Also ich habe es wirklich ganz hoch, dass wirklich der Prozessor sich wirklich nur auf das OBS versteift. Dass er wirklich nur das auf das wirklich rechnet, was er rechnen soll. Und nicht irgendwelche Hintergrundprogramme oder so. Der soll sich wirklich nur komplett alles, was er hat, da in dieses Programm reinstecken. Dass die Qualität nicht so megamäßig darunter leidet. So. Nächster Punkt. 10 Pufferzeit Millisekunden. Kann ich euch gar nicht sagen, was das ist. 700 kann ich euch nicht erklären, keine Ahnung, war schon standardmäßig drin. Ich habe jetzt auch noch nicht rumprobiert, ob das da irgendwas ändert. Müsste ich mich noch mal weiter informieren, also ne, da muss ich dann noch mal gucken. Auf jeden Fall, so ist es eingestellt und so bleibt es auch. Falls bei euch nicht so eingestellt ist, müsst ihr halt gucken, ob, wenn es nicht gut ist, gibt halt mal 700 ein, vielleicht ist es dann besser, ich weiß es nicht. So, dann deaktiviere Kodierung während der Vorschau. Während der Vorschau? Was denn für eine Vorschau, Alter? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da los ist. I don't know. Habe ich auf jeden Fall kein Häkchen. Brauche ich auch, glaube ich, nicht. Erlaube weitere Modifizierungstasten bei Hotkeys. Ja, die Hotkeys haben wir ja gerade durchgekaut. Ich denke, da sind dann einfach nur ein paar andere Sachen mit eingebaut. Und dass man das dann halt zulässt. Ne? Wie es der Name halt schon sagt. So, was jetzt noch interessant ist für die Prozessoren, also dass das Video nicht so krass nach oben schnellt, dass die Qualität nicht so drunter leidet, ist das hier, die mal 264, das was wir vorhin bei der Codierung gesehen haben übrigens, CPU-Voreinstellung, super fast. Hier ist das so, ich dachte erst, umso schneller, umso besser für den Prozessor, in dem Fall stimmt das auch. Ne? Also da habe ich im Glücksgriff gelandet. Ich habe aber schon viele gedacht, die meinten, okay, da rechnet er langsamer, vielleicht ist es dann besser für den Core. Nein. Umso langsamer ihr das stellt, umso mehr geht es auf die Qualität, umso mehr geht es natürlich auf die Rechenleistung von eurem Core. Ist ja völlig logisch. Also, ne, da dürft ihr nicht danach gehen. Ich habe es auch super fast gemacht, weil selbst auf Very Fast, was die meisten YouTuber eingestellt haben, funktioniert bei mir nicht. Es leckt und deswegen habe ich das auf super fast gestellt. Ich meinte, bei mich war es genauso. Hier zeigt es auch schon Warnung, die Änderung bei der Blabla kann schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Streamqualität und die CPU-Auslastung haben. Das heißt, die Streamqualität verschlechtert sich und der CPU muss megamäßig arbeiten. Also ich hatte es am Anfang, habe ich das mal nur aus Spaß, Lux und Dollerei, habe ich das mal auf Faster gestellt und auf Fast. Alter, ich war instant. Ich habe nur das Programm gestartet, weil der Core schon auf 100% Auslastung. Also nicht gut, gar nicht gut. Ne? Ich habe das jetzt auf Main und nicht auf High, weil ich nicht so ganz weiß, was das jetzt bedeutet. Encoding Profile. Weiß nicht, das war Standardeinstellung und... Oh, tut mir leid, es ist schon halb eins. Ich muss morgen arbeiten eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Das war schon eingestellt, die anderen, wo ein Tutorial drüber gemacht haben, die haben auch nichts dran verändert, also ich denke mal, das passt schon. Ja, ich musste auch ein Tutorial anschauen, weil ich bin, ich musste auch erstmal mich reinfuchsen. Also, wer das dagegen hat, geh doch. Ich stehe dazu, ich gucke mir öfters mal Tutorials an, bei Sachen, wo ich echt Probleme habe und wenn ich was finde, was meistens bei den amerikanischen Kollegen ist auf dem Kanal, dann mache ich das dann auch meistens ins Deutsche. Ich habe schon ein paar Tutorials gemacht, wie schon gesagt, können wir eben da oben einblenden, also je nachdem, wo ich meine Kamera jetzt hinsetze. Nicht? Also, ihr wisst Bescheid, so kriegen wir das hin. So, und alles andere, was sie ist, das kann ich noch erklären, benutzte definierte Encode-Einstellung ist, ja,
dass wir halt diese Einstellung überhaupt einstellen können. Und auch bei der Codierung, ne, dass es da halt, dass wir das machen können, dass er das umsetzt. Deswegen muss man das aktivieren und das, ne, passt schon. Alles klar. Falls ihr die Codierung hier nicht ändern könnt, da oben, dann liegt das daran, dass ihr hier keine Häkchen habt. Aber der ist standardmäßig drin, also ich denke mal, das dürfte funktionieren. Codierung mit vollem Wertebereich habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich denke mal, das hat auch Einfluss auf die Qualität. Und deswegen habe ich es weggemacht. Ich meinte auch, einer im Tutorial hätte es gesagt, dass man das wegmachen soll. So, und dann das erlaube 61 bzw. 120 Bilder die Sekunde. Kann man machen. Ich hatte auch schon Spiele, ich hatte auch schon 600 Frames per Second aufgrund meiner Grafikkarte. Ich glaube, das war sogar das Battlefield 4. Ja, Battlefield 4 war das. Also da konnte ich wirklich auf Ultra spielen mit der höchsten Einstellung. Da war das alles noch möglich. Selbst bei der Aufnahme keine Probleme. Also wie schon gesagt, da könnt ihr dann auf jeden Fall mehr Bilder die Sekunde einstellen. Bis zu 120, glaube ich. Also müsst ihr halt mal gucken, was ihr halt so vermitteln könnt, was ihr vermitteln wollt. Wie schon gesagt, 30 Frames nimmt das menschliche Auge überhaupt wahr und 60 ist eigentlich das Maximum, was YouTube auch wiedergeben kann. Also der ist eigentlich völliger Quatsch da bis zu 120. Das Einzige, was machen kann, ist, wenn ihr das bis zu 120 Bilder die Sekunde macht, dann habt ihr wenigstens keine Einbußen von der Qualität, weil der das dann nicht runterrechnen muss. Beziehungsweise der muss das dann nicht bremsen oder so. Ne, und das ist ja dann auch wieder ein Faktor, was auf dem Core drauf geht, weil umso mehr der rechnen muss, umso schlechter ist die Quali, nicht? Also daher habe ich den Haken mal da reingemacht. Also falls es dann einfach höher geht, stoppt er dann nicht einfach oder versucht es runterzudrücken. Das bleibt dann einfach so. So, den Rest habe ich eigentlich gar nicht verändert. Das bleibt eigentlich so, wie es ist. Nicht? Ich weiß, es ist momentan ziemlich langweilig, weil das alles Einstellung ist, aber ich finde es halt ziemlich wichtig, euch das zu erklären. So, was hier jetzt wirklich ist, kann ich euch nicht sagen, habe ich auch noch nie gebraucht, also deswegen egal. Das hier auch nicht, habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Das hier ist noch wichtig, Mikrofon Rauschsperre. Wenn ihr das wirklich alles über den Open Broadcaster macht, ist das genau das Beste für euch. Da könnt ihr dann aktiviere Rauschsperre, da könnt ihr dann hier noch die Millisekunden einstellen, wie, wann, wo, was. Hier könnt ihr die Pegel einstellen, Öffnungsschwelle, Schließschwelle, wer es damit auskennt. Brauche ich nicht weiter dazu zu sagen. Müsst halt ausprobieren, weil ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus. So viel dazu. Für die mit dem Audacity aufnehmen, ist es eh kein Problem. Also Schwamm drüber, nicht? So viel zu den Einstellungen, weil 10 Wechsel habe ich noch nie gebraucht. Ich weiß noch nicht, was das ist. Keine Ahnung, müsste mich jetzt reinfuchsen. Da steht auch irgendwas mit Plugin. Also ich denke mal, das hat irgendwas damit zu tun, dass wenn ihr zum Beispiel bei Twitch seid und ihr habt nur einen Follower, dann könnt ihr da ja einstellen, dass dann irgendeine Animation ins Bild reinkommt. Oder bei den ganzen, das Chatfenster könnt ihr dann ins Video mit einbauen und. Ich denke mal, dafür ist es da. Wie schon gesagt, habe ich noch nicht mich reingefuchst und möchte ich auch jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich es halt noch nicht erklären kann. Außerdem wollt ihr jetzt endlich wissen, wie man das Ganze einstellt und das zeige ich euch jetzt. Folgendermaßen, ihr macht hier erstmal eine neue Szene hinzufügen. Ich mache dann einfach wie jeder andere auch. Tutorial, so fertig. Dann habt ihr schon mal das hier. Wofür das gut ist, seht ihr hier schon Battlefield 1 Stream, Dead by Daylight, The Walking Dead Season 2, Kanal der Woche. Das sind so meine Einstellungen, die ich für jedes Spiel persönlich, also unmittelbar für jedes Spiel habe. Dann brauche ich nämlich nicht jedes Mal diesen Quatsch hier mit Szene und Quellen und Ding neu machen. Dann hat man nämlich seine Szene hier und dann ist alles geordnet, hundertprozentig, so wie es sein soll. Ne, da steht dann auch schon Cam-Icon, Webcam, Game. Das ist dann die Game-Aufnahme, nicht? Aber dazu kommen wir jetzt. Wir machen jetzt erstmal Tutorial. Da zeige ich euch jetzt erstmal Quelle hinzufügen. Da gibt es die Fensteraufnahme, das ist ganz wichtig. Die Fensteraufnahme ist dafür da, dass ihr jetzt, wenn ihr hier so ganz Bildschirm habt wie ich und habt nur so ein kleines Fenster hier, dann könnt ihr Fensteraufnahme gehen. Dann nimmt er praktisch nur diesen Kreis hier auf. Und habt jetzt zum Beispiel, ich kann es mal kurz rüberschieben, dieses Webcam-Fenster. Da könnt ihr dann auch die Webcam aufnehmen. Ne? So viel dazu. Ja, genau. Auf jeden Fall das Fensteraufnahme, Monitoraufnahme möchte ich jetzt nochmal davon abraten, wenn ihr Spiele spielt, weil die Monitoraufnahme nimmt alles auf, auch die Hintergrundprogramme, die momentan geöffnet sind. Das heißt, Antivirusprogramm oder sämtliche Plugins vom Browser oder
whatever, irgendwas, und wenn es nur Steam ist, das geht alles mit auf den Core, wird alles mit durchverrechnet und deswegen geht das alles auf die Leistung und auf die Qualität von deinem Video. Also Monitoraufnahmen wirklich nur, wenn ihr sowas macht wie ich jetzt, so ein Tutorial mit Monitor, was ihr halt so braucht, ne? Und für mehr würde ich es einfach nicht nehmen. Ganz einfach. Wer natürlich jetzt einen Ultra-Core hat und kann alles machen, so ein i7 Extreme für 1200 €, kann er das gerne machen. Aber ich finde es halt ein Schwachsinn, wenn es an der Qualität nagt. Warum sollte man es dann tun? Also wie schon gesagt, Monitoraufnahme wirklich nur für so Tutorials-Dings mäßig. Für Spiele wirklich nicht so. Obwohl ich sagen muss, bei Dead by Daylight geht nur Monitoraufnahme, was anderes nimmt er nicht an. Ist einfach so. Oder Fensteraufnahmen, keine Ahnung. Irgendwas habe ich da eingestellt. Gut, dann gibt es noch das Bild. Das ist das Overlay, was ich hier, oder das Template, was ich immer unter meiner Facecam habe. Das kann man da dann auch noch mit einblenden. Dia Show habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das, was ich mir erklären könnte, ist zum Beispiel, man sieht es öfters mal bei Twitch, dass dann irgendwie was eingeblendet wird, so Fotos oder so Animationen oder irgend so ein Text da oben drin, der dann praktisch anzeigt, für was ihr spendet oder von was es gesponsert wird oder keine Ahnung. Damit wird wahrscheinlich auch der Text irgendwas zu tun haben. CLR Browser, keine Ahnung, was das ist. I don't know. Kann ich euch nicht sagen, deswegen lassen wir das auch. Videogeräte. Videogeräte ist jetzt zum Beispiel die Facecam. Die kannst du damit einstellen. So, was ich jetzt mit euch machen möchte, ist natürlich eine Game-Aufnahme. Drücken wir jetzt einfach mal, mache ich jetzt einfach mal The Walking Dead. Das habe ich nämlich schon offen. Dead, machst du einfach OK und dann seht das hier schon. Man kann das über die Hotkeys machen, dass du dann halt das Spiel aufmachst, drückst den Hotkey und dann läuft die Aufnahme. Kein Problem, ist in Ordnung. Wenn ihr das dann schon eingestellt habt hier unten, so wie ich, Battlefield 1 und so, und habt das dann so gehandelt, geht das. Das Problem ist, sobald ihr aus dem Fenster rausgeht, stoppt die Aufnahme. Und das ist, meiner Meinung nach, ist es sinnbefreit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Stream habt oder so und geht dann, müsst mal kurz raustappen und die Aufnahme stoppt, dann ist blöd. Nicht? Das ist nervig, weil dann haben die euch zuschauen, sind dann genervt, weil der Stream plötzlich aufhört und ihr seid genervt, weil es dann wieder neu starten müsst. Und das ist echt eine blöde Geschichte. Und deswegen mache ich dann immer, wähle die Anwendung und da könnt ihr dann das Spiel suchen. Hier steht auch schon The Walking Dead, Telltale Games. Das macht er dann da rein, okay, und gut ist. So, und das dann jetzt, dass es auch wirklich funktioniert, werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Ich gehe jetzt mal auf Stream-Vorschau starten, da wird man jetzt noch nichts sehen. Wollen wir jetzt mal gerade ignorieren, weil das ein bisschen blockt mit meinem Action-Aufnahmeprogramm. Gehen wir nur mal kurz in das Spiel rein. So, da seht ihr es auch schon, es wird aufgenommen. Jetzt gehen wir wieder raus. Und hier seht ihr jetzt auch schon in dem Fenster, da wird es definitiv angezeigt, so wird es aufgenommen, so passt das. Hundertprozentig. Gut, so viel dazu. Jetzt kann man natürlich noch hinzufügen, eine Webcam, das mache ich jetzt auch. Dafür werde ich jetzt mal kurz die andere Aufnahme stoppen. Also nicht erschrecken, dass sie jetzt mal kurz weggeht. Weil ich denke mal, wenn ich da jetzt noch was mache, dann blocken die sich gegenseitig. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber bevor jetzt die Aufnahme schon wieder von Arsch ist, mache ich das dann einfach so. Also wir sehen uns definitiv gleich wieder. So, wir machen jetzt, wie schon gesagt, das Videogeräte. Videogeräte ist jetzt zum Beispiel die Webcam. Oder eine andere Cam, je nachdem, was ihr da dran anschließen wollt. Und da sieht man es auch schon, Logitech HD Pro Webcam C920. Das ist die Webcam, die ich benutze. Kann man jetzt hier auch noch konfigurieren. Unter anderem. Ich entferne das nochmal ganz kurz, weil das kann eigentlich nicht sein, dass das nicht funktioniert. Oder weil das hier einfach geöffnet ist. Das können wir mal gerade schließen. Mache ich jetzt auch. So, dann machen wir das jetzt nochmal hinzufügen. Videogerät. Machen wir wieder Webcam, ist ja völlig klar. Das ist natürlich jetzt wieder der Vorführeffekt, dass das nicht funktioniert. Logitech HD Pro. Das kann man jetzt wahrscheinlich auf die Konfigurierung, was er wahrscheinlich trotzdem nicht macht. Oh Mann, das ist schon wieder so ätzend, ne? Dass das hier schon wieder nicht klappt, so wie das sein sollte. Doch, jetzt. Jetzt haben wir die Webcam auf jeden Fall drin. Ich denke mal, jetzt können wir auch jetzt machen wir mal kurz Szene bearbeiten. Dann seht ihr hier, dass hier ein rotes Fenster sich öffnet. Damit könnt ihr das dann praktisch größer oder kleiner machen, wie ihr schon sehen könnt. So, jetzt kommen wir zum Greenscreen, das was die Tombrani nutzt, das was ich nutze. Das seht ihr jetzt, wie man das macht. Geht ihr auf Eigenschaften, jetzt haben wir es ja schon geöffnet hier drüben. Und da könnt ihr dann Chroma Key eingeben. So, Farbe auswählen,
Dann geht hier auf diesen grünen Bildschirm. Und dann seht ihr schon, ist ein bisschen was weggegangen. Da müssen wir aber noch ein bisschen dran feilen. Da gibt er dann einfach den Wert ein bisschen höher ein, wie normal. Und dann seht ihr schon langsam, wie der Greenscreen verschwindet. Nicht? Kann man das Ganze kann man dann auch noch mischen, je nachdem, wie sich das halt auswirkt. Und dann passt das eigentlich schon. So, was ich jetzt bei meinen Aufnahmen jetzt noch speziell mache, zum Beispiel, mal ein bisschen größer, dann sieht man mich auch besser, ein Bild einfügen, so ein Overlay, das mache ich jetzt auch. Machen wir gerade Bild. Lassen wir jetzt auch Bild. Passt eigentlich ganz gut. Gehen wir mal auf Durchsuchen. Ich habe das nämlich hier. Da muss ich jetzt mal gerade schauen. Jetzt muss ich wieder rechnen, weil das ist von meiner externen Festplatte. Das, falls ich mir wieder ein Video drauf hau, da nicht schon wieder irgendwas passiert. Gehen wir mal kurz, genau, Videobearbeitung. Da habe ich hier schon meinen Camrand, also meine ganzen Overlays, die ich für meine Streams nutze und Let's Plays und Tutorials. Hier habe ich auch schon ein Tutorial vorbereitet. Ich glaube, das habe ich ja schon mal benutzt. Und wie schon gesagt, das kann man auf jeden Fall, da kannst du auch die Deckkraft einstellen, dass es ein bisschen weniger ist, ein bisschen mehr. So, dann machen wir natürlich auch jetzt wieder. Und warum das alles immer so groß ist, ist deshalb, weil ich alle Bilder, die ich mache, auf 1920x1080 mache. So, und hier kann man jetzt dann das Overlay praktisch, oder das Template, wie es immer so schön steht, kann man dann hier so vorbereiten und dann ist das ja so. Ja, gehen wir aus den Szenen mal raus. Und was wir jetzt machen können, das Spiel mal kurz öffnen. Ich hoffe, der Bildschirm spackt jetzt nicht so rum wegen dem Action. So, jetzt gehen wir auch schon wieder raus und jetzt müsste dann im Hintergrund praktisch das Spiel zu sehen sein. Sieht man hier, ne? Und das ist eigentlich schon der ganze Trick zu der Geschichte, ne? Man sieht, das Greenscreen ist weg, so wie ich das sonst auch immer habe und die Tombrani auch, die weiß ja, wie es geht. Und ich hoffe, es war einigermaßen aufschlussreich. Hier sieht man jetzt auch schon, dass meine Klamotten so ein bisschen verschwinden. Und das kann man dann hier bei der Webcam wieder wunderbar einstellen in Eigenschaften. Dann gehst du einfach ein bisschen weniger und dann passt das schon. Man muss halt nur schauen, dass dann im Hintergrund nichts Grünes erscheint. Ja, und dann wird das Grisel langsam weniger. Umso besser die Auflösung von eurer Kamera ist, umso mehr könnt ihr mit dem Greenscreen rumhantieren. Natürlich liegt es auch teilweise an dem Stoff, weil das ist so ein durchsichtiger Stoff, so ein halbwegs. Und deswegen kommt da jedes kleine Licht hindurch. Ich habe zum Beispiel, meine Frau hat hier hinten eine Lichterkette aufgehängt, für Weihnachten schon. Das hat man total durchgesehen. Ich habe die erste Aufnahme gemacht und das, boah, Alter, das war nervig, das war tierisch nervig. Wie schon gesagt. Also, ne? So viel dazu. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, was gibt's da noch hinzuzufügen? Wenn ihr mich cool fandet, drückt ihr wieder den Button hier. Wenn ihr mich richtig krass fandet, wieder diesen. Ich bin euer Evenger und schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, ob es euch weitergeholfen hat, ob ihr Open Broadcaster Software nutzt oder ob ich irgendwas falsch erklärt habe. Könnt ihr alles mal in die Comments reinschreiben. Würde mich tierisch interessieren. Wie schon gesagt, das Programm ist absolut kostenlos. Den Download-Link werde ich euch nochmal unten in der Description werde ich, also Infobox, werde ich den nochmal verlinken für euch. Da könnt ihr es dann downloaden, könnt es installieren, ausprobieren. Meine ganzen Schritte, die ich hier vorgemacht habe, 1:1 mit nachverfolgen. Und ja, wie schon gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall morgen beim Avenger Talk, Sonntag. Auf jeden Fall. Würde ich cool finden, wenn ihr da wieder reinschaut. Und für die, die jetzt ganz neu eingeschaltet haben und speziell nur auf Tutorials schauen, ich habe auch noch andere Tutorials, unter anderem Cinema 4D Tutorials, wie man mit Cinema 4D arbeitet. Und halt andere Sachen, wie man zum Beispiel als YouTube-Einsteiger, wie man einen Channel erstellt, wie man seinen Banner macht, ne, solche Geschichten halt. Kanal-Intro und. Schaut auf jeden Fall mal rein, ist sehr informativ, also ich fand's cool, das auch zu machen und ich habe mich dafür diese Videos auch sehr, sehr lange und intensiv informieren müssen. Also wie schon gesagt, haut's mir auf jeden Fall in die Comments, ich würde mich freuen, wenn ihr morgen beim Avenger Talk dabei seid und ja, in diesem Sinne, ich bin euer Avenger, wie immer, baut keinen Scheiß, bleibt anständig und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, haut rein, Servus, Base.